Mir ist oft, als lebten wir in einer Epoche ähnlich jener des zu Ende gehenden Mittelalters. Da lag auch ein starker Druck auf allen und trotzdem befruchtete diese schreckensvolle Zeit ihre Künstler. Und Bosch und Bruegel malten ihre Kosmogonien. Vielleicht haben wir ein solches Mittelalter vor uns, wer weiß. Ein Stück. Mein eigenes Leben oder ich. Nur meine eigenen Erfahrungen. Begegnungen mit Menschen, die bedeutungsvoll für mich waren. In Liebe und in Abneigung. Mit Verlangen und mit Hass. Eltern, Lehrer, Freunde, Meister, Verführer, Prophezeier, Zerschlager. Peter Weiß. Maler, Erzähler, Dramatiker und Filmemacher. Ein Deutscher, als Jude vor Deutschen geflohen. Das Land, in dem er Zuflucht fand, ist ihm Zeit seines Lebens nie Heimat gewesen. Ich bin in Schweden immer noch, trotz 40-jähriger Ansässigkeit hier, ein fremder Vogel, ein Exot. Im besten Fall der in Stockholm wohnhafte deutsche Schriftsteller Peter Weiß. Auch als seine Bücher in beiden deutschen Staaten gelesen und gefeiert wurden, als seine Dramen Weltruhm erlangten, seine Malerei Anerkennung fand, auch dann noch blieb er ein Unzugehöriger. Gunilla Palmschärner-Weiß, Keramikerin, Bühnenbildnerin. 30 Jahre lang hat sie sein Leben begleitet, auf dem Weg vom unbekannten, mittellosen Maler zum weltberühmten Autor des Romans »Die Ästhetik des Widerstands«. Wenn man die Gemälde von Peter sieht, ist er ja angefangen wie mittelalterische, beeinflusst von Bosch, Dürer. Er hat ja auch ganz genau gelernt, wie man die eigene Farben gemacht hat und versuchte, in diesem Stil zu malen, aber mit moderne, sozialkritische Figuren in diese Gemälde. Er hat natürlich langsam sich geändert und das hat mit nicht nur, dass die Malerei sich geändert hat, aber wenn man lebt und viel Einflüsse von außen bekommt und interessiert ist in Kunst auf verschiedene Weise, hat er auch manchmal auf völlig verschiedene Weise gemalt. Das Einzige, was immer das Gleiche geblieben ist, das ist Bedürfnis zu zeigen, das Soziale, der einsame Mensch, die gefährliche Gesellschaft, den Krieg, Schlägerei, Folterung und so weiter. Das ist von Anfang an bis zum Schluss geblieben. Zwar bin ich geflohen und habe mich verkrochen, aber das, vor dem ich geflohen bin, war ständig gegenwärtig. Ich habe es gespürt, gehört, gerochen. Ich war davon durchtränkt. Neubabelsberg bei Potsdam, Berliner Straße 146. Hier wird Peter Ulrich Weiß geboren, am 8. November 1916. Der Vater, Eugen Weiß, gebürtiger Ungar jüdischer Herkunft. Als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg verwundet. Danach tschechischer Staatsbürger, Textilkaufmann, Fabrikdirektor.
1918 übernimmt er ein Werk in Bremen. Die Familie zieht ins Patrizierviertel, Markus Allee 45. Der Anspruch der Mutter. Sie stammt aus einer Schweizer Uhrmacherdynastie, war Schauspielerin an Max Reinhardts deutschem Theater. Ein Foto zeigt Frieda Weiß in der Rolle der Äbtissin in Karl Vollmöllers Mirakel. Auch die Mutterrolle spielt sie nur. Das Kind fühlt sich verloren, ausgestoßen. Ich flog zu diesem Gesicht empor, gehoben von ihren Armen. Das Gesicht nahm ich auf und stieß mich von sich. Aus der großen, warmen Masse des Gesichts wurde plötzlich eine Fratze. Das Glänzende und Erhöhte schuf sie sich. Alles wurde ihr zum Ersatz für die verlorenen Rollen auf der Bühne. Mit Auguste, dem Kindermädchen, ging ich hinaus auf die Straße. Die Entdeckung der Stadt ist verbunden mit dem Druck ihrer Hand. Auguste wusste nie mehr als ich. Alles sahen wir mit dem gleichen Erstaunen. In meinen Träumen tauchen zuweilen Bilder aus diesen Wanderungen auf. Erstmalige Eindrücke, die ihre gläserne Durchsichtigkeit und Schärfe behalten haben. Da ist eine Straße. Ich schwebe die Straße hinab mit hohen, weiten Sprüngen. Und die Schaufenster der Läden gleiten vorüber, ihr Halbdunkel mit Schätzen angefüllt. Alles ist erfüllt vom Bedeutungsvollen und Einzigartigen. Dudeln und Brausen des Jahrmarkts, wachsendes Gedränge. Trompetenstöße, Schüsse und Orgelläufe wurden immer greller. Trauben bunter Luftballons. Wunderbar bemaltes, schnurrendes Karussell. Ein Riesenrad. Ich stieg in einem kleinen Wagen auf, bis die Kuppel erreicht war. Ehe er in die Tiefe kippte, genügte ein Augenblick, um mich ein ekstatisches Gefühl von Freiheit erleben zu lassen. In Bremen werden noch zwei Schwestern und ein Bruder geboren. Eine scheinbar heile Bürgerwelt. Doch der Junge erlebt die Familie als Bedrohung. 1923. Volksschule in Bremen-Horn. Peter Weiß ganz links, ganz am Rand. Ein Außenseiter. Die Mitschüler wittern es. Wie gut sie erkannt hatten, dass ich ein Flüchtender war. Spätere Collagen zeigen, wie er seine Kindheit empfunden hat. Schreckensbilder aus dem bürgerlichen Alltag. Alles von Fremdheit gezeichnet, von innerer Leere. Ein Strom bedrohlicher Eindrücke. »1929 zieht die Textilfirma des Vaters nach Berlin um. Die Familie folgt. Sie wohnt im Westend, in der Preußenallee. Peter Weiß besucht das Kleist-Gymnasium in Schmargendorf. Hier findet er einen Freund. Gemeinsam entdecken sie die pulsierende Metropole.« Sie nehmen Zeichenunterricht. Erste Aquarelle entstehen. Ein Gemälde. Menschen in der Straßenbahn. Die 16-Jährigen entdecken den kulturellen Reichtum der hektischen Großstadt. Wir gingen jeden Sonntag in die Museen. Wir sprachen über Literatur, Kunst und Musik. Das ging das ganze Jahr 1933 hindurch. Die Veränderungen der Stadt, Hakenkreuzfahnen, Aufmärsche, die völlig veränderte Welt, wir nahmen sie eigentlich nicht wahr. Wir lebten für unsere Kunst. Die
Die entscheidende Umwälzung in meinem Leben war der Tod meiner Schwester Margit Beatrice, 1934, 12 Jahre alt. Ich habe sie geliebt. Sie wurde von einem Auto überfahren. Sie lag noch 2 Tage im Krankenhaus. Die Decke glitt von ihr herab. Ich sah die kleinen Brüste, die ich gestreichelt hatte. Ich zitterte. Das Zittern ließ mich nicht mehr los. Auch am nächsten Tag nicht, als ich vor meiner Staffelei stand und malte. Aus dem schwarzen Hintergrund wuchsen 3 Gestalten hervor, Ärzte oder Richter, die jegliche Begnadigung abwiesen. Über 1 Jahrzehnt trauert er um seine Schwester. Die Gestalt der Schwester begleitete mich immer als ein Idealbild, das weiterlebte. ...1935 emigriert die Familie nach England. Der Vater hat die Gefahr erkannt. Ja, auch nicht einfach. Er war eine, die doch sich befasste mit, was in Gesellschaft passierte. Ich würde sagen, eine intuitive politische Haltung kann man sehen in diese große Gemälde, die Maschinen greifen den Menschen an. Was mich interessiert auch in diese und vielleicht andere auch, dieses Gemälde, ist nicht nur die Komposition mit das im Dunkel, was ein bisschen wie Hieronymus Boss ist, aber hier oben ist ein Selbstporträt von dem Peter, der Maler, der sich von der Welt zurückzieht. Hier ist eine tote Frau. Und diese Figur, die blind ist, die kommt immer wieder zurück in sein Gemälde. Und diese verzweifelte Menschen, das ist nicht ein unbewusster Mensch, aber es ist ein intuitiver, visionärer, politisch denkender Mensch. 1936, nur 1 Jahr später, Umzug nach Varnsdorf in Böhmen, Tschechoslowakei. In Varnsdorf wie immer dasselbe Problem. Was soll ich tun? Ich wollte Maler werden und mein Vater wollte, dass ich einen praktischen Beruf ergreife. Das führte zu furchtbaren Auseinandersetzungen. In Varnsdorf, nahe der deutschen Grenze, spürte ich die nationalsozialistische Atmosphäre. Nazis in Uniformen, Hakenkreuzfahnen an Masten, Prügeleien, Aufmärsche. Ich hauste in einer Dachkammer mit meinem Grammophon, meinen Platten, meiner Malerei und meinen Lieblingsbüchern. Hier fing ich auch zu schreiben an. Ich war gerade 20 Jahre alt geworden. Ich hatte keinen Menschen, keine Freunde. In Varnsdorf lebte ich in totaler Isolierung. In dieser ausweglosen Lage schreibt er an Hermann Hesse, an den verehrten Dichter. Dem Brief legt er eigene Texte und Skizzen bei. Ich weiß, dass ich einmal Maler und Dichter werde. Aber es ist schwer, vor allem, wenn man weniger im heutigen Tun und Treiben steht, als in romantischen Gefilden. Ich schreibe ihnen nur, weil sie für mich der Meister sind. Auch später noch zählt Peter Weiß den Antwortbrief zu seinen prägendsten Erlebnissen. Da stand mein Name auf dem Umschlag. Wieder und wieder las ich ihn. Plötzlich war ich in eine unfassbare Beziehung zur Außenwelt getreten. Ich las die Worte eines lebendigen Mundes. Ihre Gefahr ist, glaube ich, die Einsamkeit, in der sie leben. Der Einsame fühlt sich verstanden. Wie ein Wallfahrer pilgert er im Frühjahr 1937 von Linz zu Fuß in die Schweiz, nach Montagnola. Gleich der erste Kontakt mit diesem Menschen war wundervoll. Er hatte mich aufgenommen und einigermaßen positiv meine bisherigen Arbeiten bewertet. Begabung haben sie ohne Zweifel.
Es kommt darauf an, aus der romantischen Haltung ein verantwortliches Dichtertum zu erzielen, mit großer Strenge im Wort und großer Vorsicht im Anlehnen an Vorbilder. Einen Sommer lang wohnt er in unmittelbarer Nähe von Hesse, in der Casa Camuzzi. Hier hatte der Schriftsteller selbst viele Jahre gelebt und 1930 die Erzählung Klingsors letzter Sommer geschrieben. Das Zeichnen und Schreiben war nicht so wichtig. Es war wichtiger, dass ich lebte. Und vor dem Arbeiten musste ich erst das Erleben lernen. Und hier drang ich zum ersten Mal in den Leib einer Frau. Das Leben spielte mit uns und ich lehnte mich nicht mehr dagegen auf. Doch nach dem Auftrieb kam das Sinken. Ich konnte mich in der Helligkeit nicht halten. Unfähig, aus eigener Kraft zu leben, musste ich in das Heim der Eltern zurückkehren. Er will Maler werden, unbedingt. Hesse hat ihn bestärkt und einen Kontakt zur Kunstakademie in Prag hergestellt. Doch das darf nicht sein. In einer Prager Textilfabrik soll er das Handwerk seines Vaters erlernen. Aber der Sohn setzt sich durch. Der Brief eines Kunstprofessors bescheinigt ihm Talent. Die Autorität beeindruckt die Eltern. Für ein Probejahr finanzieren sie die brotlose Kunst ihres Sohnes. An der Akademie war ich von vornherein ein Außenseiter. Meine Bilder waren zu dunkel, zu schwer, von irgendeiner deutschen Tradition beeinflusst. In Prag wird die Moderne gelehrt. Dennoch erhält er einen Preis der Akademie für seine Arbeiten, das große Welttheater und das Gartenfest. Da hatte ich mich selbst und niemand beobachtete mich. Und das war das Unmögliche. Mit mir selbst fertig zu werden, mir selbst ein Dasein zu schaffen. Prag war für mich eine düstere Stadt, hatte etwas Schweres, Dunkles, Barockes. Sie war dazu angetan, meine Randexistenz zu beherbergen. In Kafkas Beschreibungen erkannte ich meine eigenen Wege wieder. Ich habe Tagebücher aus dieser Zeit, die immer von Tod und Bedrohung sprechen. »1938, im März der Anschluss Österreichs. Im Oktober Einmarsch der Wehrmacht ins Sudetenland. Im November die Pogromnacht. Hellsichtig flieht Eugen Weiß mit seiner Familie aus der bedrohten Tschechoslowakei nach Schweden. Der Sohn folgt im Januar 1939, nachdem er noch einmal Hermann Hesse in Montagnola besucht hatte. Bei seinen Eltern in Alingsås angekommen, erlebt er einen Schock. Meine Mutter hatte meine Bilder verbrannt, als sie den Umzug einleitete. Mit leeren Händen, wie ein Landstreicher, stand ich da. Das erste Bild, das ich 1939 in Stockholm gemalt habe, war der Hausierer, der Wanderer, der in ein völlig fremdes Land kommt. Es entstand ein Wunsch nach Flucht aus jeder Verantwortung. Ein Wunsch, ohne jegliche Bindung zu leben, unerreichbar zu sein, offen immer dem Zufälligen, den irrationalen Begegnungen, in einer völligen Auslieferung an die Nacht.
Er begibt sich in ärztliche Behandlung. Die Psychoanalyse hilft nicht. Die ersehnte Selbstsicherheit bleibt aus. Das Gefühl, alles zerfällt, alles zerbröckelt. Ich hatte keine Konzentration mehr. Ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Er liefert Textilmuster für den Vater, arbeitet im Sommer als Knecht bei der Ernte, im Winter als Holzfäller. Ein Unzugehöriger überall. Dabei sucht er Bindung. 1943 heiratet mit der Bildhauerin Helga Henschen. Ein Jahr später wird sein erstes Kind geboren und die Ehe geschieden. ...1946 erhält Weiß die schwedische Staatsbürgerschaft. Im Jahr darauf fährt er als Korrespondent nach Berlin. Ich kam als Fremder, der sich ansah, was aus diesem Land geworden war. Voller Kühle und Distanz. Ich hatte das einzige Verhältnis zu diesem Land, das man haben konnte. Ein gestörtes. Ich sah in diesem Sommer, wie zwei deutsche Staaten entstanden, wie auch die Menschen reagierten. Der Hass auf der einen und der Hass auf der anderen Seite. Die Teilung der Welt, für die wir eine neue Einheit erhofft hatten. Er sieht ein Wundfieber, das keiner zu benennen wagt. Das Dritte Reich wird verdrängt. Die eigene Mitverantwortung. Ein großer Leerraum klafft, wo der Dämon gewütet hat. 1948 erscheinen die Berichte in Buchform, die Besiegten. Genaue Milieuschilderungen, Zustandsberichte über die Zerstörungen und das Leben in den Ruinen. Schon zuvor hatte er begonnen, Prosa zu schreiben, von Insel zu Insel, Der Vogelfreie und Das Duell. Eine Folge von Traumbildern, die niemand verlegen will. Unterdessen scheitert seine zweite Ehe. Auch für sein Manuskript Der Schatten des Körpers des Kutschers kann Peter Weiß keinen Verlag finden. 1952 gibt er das Schreiben auf und versucht sich in einem neuen Medium, dem Film. Ein junger Mann kommt in die Stadt, nach Stockholm. Alle Versuche, Anschluss an andere Menschen und Arbeit zu finden, scheitern. Mit Hägringen, der Fremde, versucht Peter Weiß eine Bewältigung seiner Vergangenheit. Es bleibt sein einziger Spielfilm. In den Jahren zwischen 1952 und 1960 dreht er 14 Filme. Kurze, experimentelle und dokumentarische Studien. Ausdruck seiner zerbrochenen Identität. Wir lebten damals 14 Jahre im Altstadt. Das war damals ein Teil von Stockholm, die sehr arm war. Und er hat dann zusammen mit Christer Strömholm, ein toller Fotograf, Gesichter im Schatten gemacht. Alle diese Männer, die man in diesem Film sieht, sind die Männer, die in unserer Gegend gewohnt haben. Und was passierte mit diesen Leuten, als man diesen Stadtteil schön und neu gemacht hat, saniert, wie man das nennt, hat man alle diese Männer ausgestoßen. Die sind alle ein oder zwei Jahre nachher gestorben. Ich empfinde es einen sehr poetischen Film über alte Männer, die
für das Land gearbeitet hat und wirklich durch die Arbeit von diesen Menschen ist Schweden doch groß geworden und die sind dann als alte Männer ausgestoßen und weg. Und das engagierte ihn unglaublich. Und was man auch muss sehen, dass das Licht und wie es als eine Malerei, also ich sehe es als eine Goya beinahe, dieser Film. Der Maler, Schriftsteller und Filmemacher bleibt ein Außenseiter. Ein Unzugehöriger, ohne Erfolg. Da geschieht das Unerwartete. 1960 bringt der Suhrkamp Verlag seinen Roman Der Schatten des Körpers des Kutschers. Der strenge Beobachterblick fasziniert die Kritiker. Über Nacht wird Weiß entdeckt. Er ist 44 Jahre. Keine Fiktion. Ein genaues Hinsehen auf die Dinge. So sind auch die Collagen für den Roman gearbeitet. Die Geschehnisse vor meinen Augen nachzeichnend, um damit dem Gesehenen eine Kontur zu geben. Also das Sehen zu einer Beschäftigung machend. Jetzt als Autor anerkannt, vermag er sich schreibend aus seiner Isolation zu befreien. 1961-62 erscheinen die autobiografischen Romane Abschied von den Eltern und Fluchtpunkt. Der Beobachter tritt aus dem Abseits. Er will jetzt eingreifen in die politische Welt, sie verändern helfen, dass sie gerechter wird und lebenswerter. Er schreibt Marassade, ein Drama, das den Nerv der Zeit trifft, ihren gesellschaftlichen Zustand. Diese Lügen, die im Umlauf sind über den idealen Staat. Als wären die Reichen je bereit, freiwillig ihre Besitztümer herzugeben. Und wenn sie vom Druck der Verhältnisse gezwungen werden, hier und da nachzugeben, so tun sie es nur, weil sie wissen, dass sie dabei auch wieder gewinnen können. Glaubt nicht, dass ihnen ohne Gewalt beizukommen ist. Glaubt ihnen nicht. Glaubst du immer noch, dass Gerechtigkeit möglich ist? Dass alle auf allen Plätzen das Gleiche leisten? Dass keiner sich an anderen messen wollte? Es geht um einen Grundsatz. Es gibt für uns nur ein Niederreißen bis zum Grunde. Es ist ja ein Dialog, der da geführt wird, der noch besteht und der sehr aktuell ist, jedenfalls für mich. Der Dialog zwischen der auf der einen Seite der äußerst individualistischen Haltung und auf der anderen Seite des Bedürfnisses nach einer sozialen Umwälzung. Und unsere Erfahrungen haben uns ja gezeigt, wozu gewisse soziale Umwälzungen geführt haben oder jedenfalls noch nicht genügend geführt haben. Ja. Und dass die der individualistische Standpunkt von Sartre eben, wie auch heute, immer wieder dazu führt, dass er zwischen den Stühlen sitzt und also sich weder zu einer Veränderung der Gesellschaft ganz entscheiden kann, aber andererseits auch wieder einsieht, dass sein individualistischer Standpunkt auch zu einem Untergang führt. Am Westberliner Schillertheater wird das Stück 1964 uraufgeführt. Die Ermordung Marats, dargestellt durch Herrn de Sade im Irrenhaus von Charenton. Ein Welterfolg. Doch die Welt ist geteilt. Eine Mauer trennt Berlin. Im Osten der Stadt, im Berliner Ensemble, wird das Stück abgelehnt. Helene Weigel nennt es konterrevolutionär. Nur in der Provinz kommt das Spiel zwischen dem Revolutionär Marat und dem Individualisten de Sade auf die Bühne. In der Werftarbeiterstadt Rostock am Volkstheater unter Hans Anselm Perten. Wenn ich meine Stücke hier in der DDR sehe, so zeichnet sich natürlich sofort die gesellschaftliche Situation dieses Landes ab in der Art, wie das Stück gespielt wird, die ganz anders ist als eine Aufführung des Stückes in einem kapitalistischen Land. Die Stücke erhalten eine neue Dimension und das Publikum ist ein ganz anderes. Das Publikum nimmt das Stück auf eine neue Weise auf. Das Publikum hat eine gesellschaftliche Erfahrung, die in den anderen Ländern nicht gegeben ist. Auf diese Weise entsteht eine für mich sehr interessante Brechung der Perspektiven. Mara, kennst du in deiner Enge immer noch die großen Zungen?
pfeife auf alle guten Absichten, die sich nur in Sackgassen verlieren. Ich pfeife auf alle Opfer, die für irgendeine Sache gebracht werden. Ich glaube nur an mich selbst. Ich glaube nur an die Sache, die du verrätst. Wir haben ein Gesindel gestürzt, das Fett über uns thronte. Doch viele von denen, die mit uns begannen, liebäugeln wieder mit dem alten Glanz. Nur ein Jahr später ein weiteres Stück, das Theatergeschichte schreibt, die Ermittlung. Das Oratorium wird an 16 Bühnen in beiden Teilen Deutschlands zur gleichen Zeit aufgeführt. An der Westberliner Volksbühne unter Erwin Piscator. Professor Piscator, aus einem Prozess ist Theater geworden. Viele sind dagegen. Warum inszenieren Sie die Ermittlung von Peter Weiß? Weil es eigentlich keine größere Aufgabe für ein Theater geben kann, als eine so wichtige deutsche Angelegenheit vor aller Öffentlichkeit noch einmal nicht nur zu repetieren, würde ich sagen, sondern eigentlich eindringlichst unseren deutschen Menschen klarzumachen, was in diesen Katastrophenjahren in Deutschland passierte. Das Stück ist authentisch, aber es wird uns wieder in der ganzen Welt furchtbar schaden. Es muss gezeigt werden, immer wieder. Es muss immer wieder, es muss der ganzen jungen Generation gezeigt werden, dass sowas in Deutschland möglich war. Und dass diese Menschen heute noch unter uns sind. Lebe kein Wort davon. Ich bin Amerikaner, ich finde es doch ein Skandal. Das Stück oder die Ereignisse? Die Ereignisse natürlich und das Stück auch. Da war draußen ein Lastwagen vorgefahren mit einer Fracht von Kindern. Ich sah es durch das Fenster der Schreibstube. Ein kleiner Junge sprang herunter, er hielt einen Apfel in der Hand. Da kam Boger aus der Tür, das Kind stand da mit dem Apfel. Boger ist zu dem Kind gegangen und hat es bei den Füßen gepackt und mit dem Kopf an die Baracke geschmettert. Dann hat er den Apfel aufgehoben und mich geholt und gesagt, wischen Sie das da ab an der Wand. Und als ich später bei einem Verhör dabei war, sah ich, wie er den Apfel aß. Ich habe ja eine Auswahl getroffen, die natürlich meine persönliche Auswahl ist, aber ich habe nichts hinzugedichtet. Es ist also nicht ein Kunstwerk, was also nun Dichtung ist, wie man so schön sagt, sondern es ist ein Wirklichkeitsmaterial, das komponiert worden ist nach ganz strengen Kompositionsprinzipien. Im Dezember 1963 hatte in Frankfurt am Main der Auschwitz-Prozess begonnen. Zwei Dutzend Männer waren angeklagt, an der Vernichtung von Millionen Menschen mitgewirkt zu haben. Peter Weiß verfolgte den Prozess im Gerichtssaal und über tägliche Zeitungsberichte. Die Wunde, die er 1947 fiebern sah, war aufgebrochen. Angeklagter Burger, haben Sie an Erschießungen vor der Schwarzen Wand teilgenommen? Ich habe im Lager keinen Schuss abgegeben. Angeklagter Broert, haben Sie an Erschießungen vor der Schwarzen Wand teilgenommen? Solche Aufgaben hatte ich nie durchzuführen. Angeklagter Schlager, haben Sie als Aufseher im Block 11 auch an Erschießungen vor der Schwarzen Wand teilgenommen? Dazu war ich nicht befugt. 1964 fuhr Weiß an den Ort der Verbrechen. Die Städte, in denen ich lebte, in deren Häusern ich wohnte, auf deren Straßen ich ging, alle diese Städte werden zu blinden Flecken. Und nur eine Ortschaft, in der ich nur einen Tag lang war, bleibt bestehen. Es ist eine Ortschaft, für die ich bestimmt war und der ich entkam. Das Grauen besteht in seiner Rationalität. Eine Maschinerie des Tötens, von Menschen ersonnen, die zu Maschinen wurden. So zeigt es die Ermittlung. Ein Protokoll des Ungeheuren. Herr Vorsitzender, ich möchte das einmal erklären. Jedes dritte Wort, schon in unserer Schulzeit, handelte noch von denen, die an allem schuld waren und die ausgemerzt werden müssen. Es wurde uns eingehämmert, dass dies nur zum Besten des eigenen Volkes sei.
In den Führerschulen lernten wir vor allem, alles stillschweigend entgegenzunehmen. Wenn einer noch etwas fragte, dann wurde gesagt, was getan wird, geschieht nach dem Gesetz. Da hilft es nichts, dass heute die Gesetze anders sind. Herr Vorsitzender, uns wurde das Denken ja abgenommen. Das taten ja andere für uns. In der Welt, Herr Weiß, wurde Ihnen vorgeworfen, Sie hätten die Ermittlung nicht geschrieben, um Vergangenheit zu bewältigen, sondern, ich zitiere, um synchron mit der permanenten Propaganda des Ostblocks die Bundesrepublik anzugreifen. Was sagen Sie dazu? Das sind Argumente, die auf einem Niveau stehen, auf das ich nicht eingehen kann. Das Stück hat eine Form und einen Inhalt, der völlig frei steht von irgendwelcher politischen Richtungführung. In Ostberlin öffnet ihm das Oratorium alle Tore. Die Ermittlungen wird nicht nur im großen Saal der Volkskammer gelesen. Abgeordnete, die Auschwitz überlebt haben, lesen selbst. Peter Weiß ergreift Partei in der geteilten Welt. Die Richtlinien des Sozialismus enthalten für mich ihre gültige Wahrheit. Was auch für Fehler im Namen des Sozialismus begangen worden sind und noch begangen werden, so sollten sie zum Lernen da sein. Darf ich eine provokatorische Zwischenfrage stellen? Sind Sie Kommunist? Ich bin nicht Kommunist, nein. Nein. Das war eine unterbrechende Frage. Aber ich bin in meiner Einstellung Sozialist. Ich kann keine kämpferischen Qualitäten aufweisen, wie meine Freunde hier. Ich bin in einer bürgerlichen Gesellschaft aufgewachsen und meine ganze Arbeit, viele Jahre lang, hat darauf beruht, dass ich die Schwierigkeiten der Wahrheitsfindung überwinden musste. Ein Grenzgänger zwischen Ost und West. Beobachter der beiden deutschen Staaten. Hier wie dort muss er sich erklären, rechtfertigen. Entscheiden kann er sich nicht, obwohl immer wieder bedrängt. Zurück nach Deutschland will er nicht. Nicht in die DDR und nicht in die Bundesrepublik. Er bleibt in Schweden, in Stockholm, wo er sich immer als Fremder gefühlt hat. Frühjahr 1966. Die USA bombardieren Vietnam. Ich lernte das System der USA hassen. Es war ein Hass, der keine Grenzen kannte. Ein bodenloser Hass. Auch zeigte Vietnam, wie feige, wie verdorben unsere Empfindung der Machtlosigkeit war gegenüber einer solchen Destruktivität. Das einschneidende Erlebnis war Vietnam. Und das einschneidende Erlebnis waren die Befreiungskämpfe der Länder der Dritten Welt. Was Völker erkämpfen gegen mächtige Unterdrücker, hat der einzelne Mensch in seinem Kreis, in etwas kleineren Maßstäben, und auf die gleiche Weise durchzuführen. Auf dem Höhepunkt der Studentenrevolte wird der Vietnam-Diskurs in Frankfurt am Main uraufgeführt. Im Herbst 1940 hat unser Land aufgehört, französische Kolonie zu sein. Es wurde zur japanischen Kolonie. Als das Volk die Macht in seine Hände nahm, entrissen wir den Japanern unsere Freiheit. Dieser mächtige Feind tritt an die Stelle aller früheren Unterdrücker. Seht diesen Feind, wie er sich müht, die Kraft der Revolution zu brechen. Der Angreifer aber ist in sich zerrissen. Die Front zieht sich durch sein eigenes Land. Immer mehr lehnen sich auf gegen die Zerstörung, die er verbreitet. Mit jedem Tage wachsen die Stimmen, derer die Not und Erniedrigung nicht länger dulden.
finde, das Stück ist künstlerisch sehr schlecht. Sehr schlecht. Sie sitzt eine Schublade voll Schreiben, offiziellen und privaten Inhalts, wo mir vor 15 Jahren genau das Gleiche über die Brecht-Stücke hier mitgeteilt wurde. Es genügt nicht, nur ein Stück zu schreiben, sondern es muss ganz konkret vorgeführt werden, sodass es dem Sinn nach verstanden werden kann. Und das, liebe Genossen, machen Sie so schnell wie möglich. Seien Sie Aktivisten, gehen Sie auf die Straßen, spielen Sie auf den Plätzen, spielen Sie politisches Theater. Damit kommt das Theater weiter. Glauben Sie, dass die Straße nicht agitatorisch wirksamer sein kann als Sie? Mit anderen Worten, ist Dutschke Weiß nicht überlegen? Das kann auch einem Kritiker überlassen werden. Es sind ganz verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Was die Straße erzielt an reiner Agitation, ist ein Mittel, das genauso stark sein kann, in gewissen Fällen stärker sein kann, in anderen Fällen schwächer sein kann. Es sind eben verschiedene Ausdrucksweisen. Wem vertrauen Sie mehr, dem moralischen Engagement des Menschen oder einer politischen Doktrin? Das moralische Engagement des Menschen ist die Voraussetzung, dass sie sich überhaupt in ihrer Einstellung verändern. Es kommt darauf an, dass die Bevölkerung in den verschiedenen Gesellschaften Einsichten erwirbt. Und die Veränderungen werden ja nicht von oben herabgesetzt, sondern die müssen aus der Bevölkerung selbst kommen. Die Hoffnung auf Veränderung auch im Osten. Der Prager Frühling. Im August 68 wird er begraben. Unter den Ketten sowjetischer Panzer. 68, das schlimme Jahr. Von da an widerlegte Prag alles, was es bei uns im Westen noch an Kritik geben konnte. Was wir auch sagten, wir sahen in den Spiegel von Prag. Dennoch tritt Peter Weiß 1969 der schwedischen Linkspartei der Kommunisten bei. Und er schreibt ein Stück über Trotzki, den Erzfeind Stalins, der in Moskau noch immer als Verräter gilt. Verhaftung, Ausweisung aus der DDR folgen. Für Weiß ein Schock. Im Frühjahr 1970 wurde ich in den unteren Gelassen des Bahnhofs Friedrichstraße festgehalten. Nach stundenlangem Warten erfuhr ich, dass ich in der Deutschen Demokratischen Republik nicht willkommen sei. 2 Jahre war ich persona non grata. Aber auch in Düsseldorf führt Trotzki zum politischen Eklat. Das Stück kam nicht weiter als in die Hauptprobe. Und als wir in die Hauptprobe reinkamen, dann sitzt man mitten in Publikum, als Regisseur, Peter als Autor und ich als Bühnenbildner. Und man konnte nicht anfangen. Ins Publikum saßen Anarchisten, äußerste Recht und äußerste Links. Und sie haben so eine Kabale gemacht, man konnte nicht weiterspielen. Und am nächsten Tag war es Premiere. Und dann war es genau das, was wir nicht wollten. Polizisten, das feine Publikum, und dann kam die Kritik vom Rechts und vom Links. Das war ein Verriss, den man wirklich kaum je mehr gelesen hat. So, wir sind dann nach Hause gefahren und Peter war ziemlich kaputt damals. Und dann hat er seinen ersten Herzinfarkt bekommen. Ob es ausgelöst ist von das, weiß ich nicht, aber die riesige Enttäuschung über nicht nur DDR, aber auch BRD und die Kritiken. Abgewiesen in Ost und West schreibt er ein Stück über Hölderlin, den geknebelten Visionär, der sich in seinen Tübinger Turm zurückgezogen hatte, ins Schweigen, in die Nacht. Am 9. Juni 1970, mitten in der Arbeit an dem Stück, bricht Weiß zusammen. Unsere Krankheiten sind zumeist politische Krankheiten. Wenn uns der Atem wegbleibt, wenn das Blut in den Adern stockt, das Herz aussetzt,
Dann hat sich unser Überdruss im Organismus eingenistet. Dann reagieren wir mit unserer ganzen Person. Als Einheit, als Naturwesen auf eine Situation, der mit Vernunft nicht mehr beizukommen ist. Wo, wie die Sonne niedersenkte und mich das pralle Licht verzehrte, als ich entflohen von Bordeaux die schreckliche Vendée durchkreuzte, wo es von Leichen aus der Erde schrie und ich bei jedem Schritt aus Schädel und Gebeine stieß. Ich versuche in diesem Stück Hölderlin als symptomatische Figur darzustellen. Ein Mensch, der in der Poesie lebt, der schreibt, der eine poetische Wirklichkeit gestalten will, der aber gleichzeitig sehr stark sich der gesellschaftlichen Situation bewusst ist, in der er lebt. Und der die ganze Zeit versucht, seine eigene Vision in Einklang zu bringen mit der politischen Wirklichkeit. Und dass der Konflikt des Stückes ist, wie er diese Konfrontation aushält, wie weit er Kraft aufbringt, diese Konfrontation zu Ende zu führen und wie, auf welche Weise er schließlich daran zerbricht. Weißt du es nicht? Oder hast du es vernommen? Wie Schmidt und Sinclair sind umgekommen. Der eine träumt vom Staatsstreich von oben mit Fürsten und Generälen und Ränke verwoben, der andere unten bei denen geblieben, die immer nur umgarnt wurden und mitgetrieben. Beide verscharrt in den Schlachtfeldern ihrer Zeit und die Eingekerkerten noch nicht befreit. Möchten wissen, ob deine Absage an die Revolution bloß Verstellung war oder Hohn vor all deinen Folterknechtern und Übermännern, den Seelendoktoren und politischen Kennern. Sag uns, besteht für dich noch ein Hoffen? November 1971. Ich hatte mich um die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit bemüht, da mir die produktiven Beziehungen zur DDR als Stückeschreiber gefehlt hatten. Er soll das Trotzki-Stück widerrufen. Weiß lehnt ab und erreicht dennoch, dass Perten den Hölderlin in Rostock aufführen darf, der im Westen längst gespielt wird. Es bleibt eine Demütigung. Wie kannst du den Gedanken der Entwicklungsfähigkeit des Sozialismus vertreten, da dessen Wächter dich unmündig erklären? Weiß gesteht sich seine Niederlage ein. Was ihm den Erfolg gebracht hatte, was ihn aus seiner Isolierung zu erlösen schien, die Parteinahme mit politischer Kunst nach Brechtschem Vorbild, das alles war eine Sackgasse. Er muss noch einmal zurück zu den Anfängen. Mit der Intensität seiner frühen Traumprosa will er die Geschichte erzählen, die er 1933 nicht wahrnahm. Es entsteht die Romantrilogie »Die Ästhetik des Widerstands«. Ein Jahrzehnt wird er daran arbeiten. Wenn man sich auseinandersetzt, analytisch auseinandersetzt mit dem Gehalt des Buchs, so sind natürlich die Handlungen, die das Ich begeht, nicht identisch mit den Handlungen, die ich selbst zu der Zeit vollzogen habe, sondern sie sind umfunktioniert in eine Person, die auch aus einem anderen Gesellschaftskreis kommt. Und das ist natürlich ganz bewusst angelegt, denn in dieser Figur werden die Erfahrungen, die ich erst in späteren Jahren gewonnen habe, verdichtet. Und das Ich spricht Dinge aus, die ich damals als Peter Weiß um 1937 keineswegs aussprechen konnte, sondern die ich mir erarbeitet habe. Rings um uns hoben sich die Leiber aus dem Stein, ineinander verschlungen, immer in den Gebärden des Kampfes, eingespannt in eine einzige Bewegung. Diese unendliche Anstrengung, sich emporzuwühlen aus körnigen Blöcken, ausgesetzt dem unerbittlichen Wettstreit der Zerfleischung und Vernichtung, wartend auf ein Erwachen in fortwährendem Dulden und fortwährender Auflehnung. Der Roman beginnt vor dem 2000 Jahre alten Pergamon-Altar. Ein Ich-Erzähler und zwei Antifaschisten, Hans Koppi und Horst Heilmann, erkennen sich selbst im Aufruhr der Giganten gegen die Götter.
Der Ich-Erzähler reist nach Spanien zur Verteidigung der Republik. Wieder sehen die Antifaschisten ihre Erlebnisse in einem Kunstwerk zum Ausdruck gebracht. Gehämmert zu einer Sprache von wenigen Zeichen enthielt das Bild Guernica Zerschmetterung und Erneuerung, Verzweiflung und Hoffnung. Isoliert von den Westmächten und verraten von Stalin, sehen die geschlagenen Spanienkämpfer ihre Lage in einem Gemälde von Géricault gedeutet, das Floß der Medusa. Schiffbrüchige im Angesicht des Todes. Und doch gibt das Bild Hoffnung. Der Maler hatte der übermächtigen Zerstörung eine Sekunde des Nochlebens abgewonnen und in Zeitlosigkeit versetzt. ...1975 erscheint der erste Band im Suhrkamp Verlag. In der DDR nicht, wo der Antifaschismus Staatsdoktrin ist und wo Weiß zur Recherche für den Roman mit Widerstandskämpfern bis in höchste Parteikreise sprach. Unverständnis schlägt ihm entgegen. Er fragt nach den Gründen. Was hinderte diese Persönlichkeiten, Reife und Überlegenheit aufzubringen? Die Hauptsache war hier, die Menschen, die in dem Buch erscheinen und auch den Ich-Erzähler, in seinen sozialen und politischen Zusammenhang zu stellen und unaufhörlich zu zeigen, wie dieser Mensch unter dem Druck und unter der Bestialität des Faschismus stand und versucht, sich selbst zu befreien, seinen eigenen Weg zu finden unter diesem ständigen Druck. Deshalb ist diese politische Ebene und diese nüchterne Ebene, die Sie sagen, das Grundthema des ganzen Buchs. In der Berliner Marienkirche vor dem Fresko des mittelalterlichen Totentanzes treffen sich die Antifaschisten Koppi und Heilmann. Draußen fallen Bomben, drinnen drängen sich die Hilfesuchenden. Und so glichen sie den Figuren, die, zum Gedenken derer, die Ende des 15. Jahrhunderts die Pest hinweggerafft hatte, an die Wand gemalt worden waren. Am 22. Dezember 1944 wird ihre Widerstandsgruppe in Plötzensee hingerichtet. Die 8 Männer wussten noch nicht, dass für sie der entehrende Tod durch den Strang bestimmt worden war. Der Aufseher ließ die Gefangenen aus den Zellen bringen. Er begann, die Namen in ihrer Nummernfolge zu verlesen. Nach jedem Namen hatte der Aufgerufene mit einem Hier zu antworten. Der Beisitzer ging zur Tür und öffnete sie. Er winkte nur, und die Soldaten stießen die Gefangenen mit den Gewehrkolben hinein. Sie wurden zu einer Reihe ausgerichtet. Noch einmal musste die Prozedur des Namenlesens und Antwortens vorgenommen werden. Heilmann Horst, rief er, und hier, sagte der Angesprochene. Koppi Hans. Auch hinter seinem Namen fügte der Staatsanwalt mit dem Bleistift den Haken. Ich glaube, ganz deutlich geschildert, dass es immer wieder überall in den schlimmsten Unterdrückungssystemen Menschen gegeben hat, die sich widersetzt haben. Von den ersten Sklavenaufständen an bis heute nach Lateinamerika, Chile, Südafrika. Wir wissen, überall in der Welt sind also Menschen, die diese Zustände nicht ertragen und die sich auflehnen. Und der letzte Abschnitt des dritten Teils, dieser große Konjunktivabschnitt, weist darauf hin, dass die Utopie, die Hoffnung ein ganz, ganz wichtiges Motiv ist für uns, die wir politisch denken. Später würde ich feststellen, dass wir am 8. Mai 1945 schon einen Misston im Jubel gehört hatten, als sei das Gebrüll der Erleichterung Ausdruck des Entsetzens über die Niederlage. Der jahrzehntelang gefeierte Sieg über den Faschismus, Endpunkt einer Kette von Niederlagen. Die Mutigsten, die Feinfühligsten, ermordet unter Hitler und Stalin, zerrieben zwischen den Blöcken. Kunst geht an die Grenzen des Ertragbaren. Im Hoffnungslosen hält sie die Hoffnung aufrecht, gibt sie an andere weiter. Das ist die Botschaft der Ästhetik des Widerstands.
Immer wieder griffen wir zu diesen Hoffnungen, nannten sie nie wahnwitzig, obgleich alle Zeichen stets gegen sie sprachen. Aber jedes Mal erwies sich die Hoffnung stärker als das Scheitern. Denn nichts anderes war die Hoffnung ja als die Lebenskraft selbst. 1972 wird ihre Tochter geboren. Weiß nennt sie Nadja, nach seinem Lieblingsbuch von André Breton. Und nach Nadjezhda, im Russischen die Hoffnung. Es ist natürlich ein Geschenk, Nadja zu heißen, eben weil es Hoffnung bedeutet. Das ist für mich besonders wichtig, denn seit es Papa nicht mehr gibt, bin ich diejenige, die Hoffnung weitergibt. Ich habe nicht umsonst diesen Beruf gewählt, auch wenn es vielleicht nicht ganz selbstverständlich war, dass ich mich für das Theater und die Kunst entschieden habe. Aber Kunst ist ja Hoffnung und ohne Hoffnung kann man nicht existieren, glaube ich jedenfalls, oder besser gesagt, ich weiß es. Und oft, wenn ich an Papa zurückdenke oder an meine Erinnerungen an ihn, so gibt mir das Hoffnung. Und auch sein Werk schenkt Hoffnung. Und via hans Werk finns det hopp. Zwar bin ich geflohen und habe mich verkrochen, aber das, vor dem ich geflohen bin, war ständig gegenwärtig. Ich habe es gespürt, gehört, gerochen. Ich war davon durchtränkt. Neubabelsberg bei Potsdam, Berliner Straße 146. Hier wird Peter Ulrich Weiß geboren, am 8. November 1916. Der Vater, Eugen Weiß, gebürtiger Ungar jüdischer Herkunft. Als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg verwundet. Danach tschechischer Staatsbürger, Textilkaufmann, Fabrikdirektor. ...1918 übernimmt er ein Werk in Bremen. Die Familie zieht ins Patrizierviertel, Markus Allee 45. Der Anspruch der Mutter. Sie stammt aus einer Schweizer Uhrmacherdynastie, war Schauspielerin an Max Reinhardts deutschem Theater. Ein Foto zeigt Frieda Weiß in der Rolle der Äbtissin in Karl Vollmöllers Mirakel. Auch die Mutterrolle spielt sie nur. Das Kind fühlt sich verloren, ausgestoßen. Ich flog zu diesem Gesicht empor, gehoben von ihren Armen. Das Gesicht nahm mich auf und stieß mich von sich. Aus der großen, warmen Masse des Gesichts wurde plötzlich eine Fratze. Das Glänzende und Erhöhte schuf sie sich. Alles wurde ihr zum Ersatz für die verlorenen Rollen auf der Bühne. Mit Auguste, dem Kindermädchen, ging ich hinaus auf die Straße. Die Entdeckung der Stadt ist verbunden mit dem Druck ihrer Hand. Auguste wusste nie mehr als ich. Alles sahen wir mit dem gleichen Erstaunen. In meinen Träumen tauchen zuweilen Bilder aus diesen Wanderungen auf. Erstmalige Eindrücke, die ihre gläserne Durchsichtigkeit und Schärfe behalten haben. Da ist eine Straße. Ich schwebe die Straße hinab mit hohen, weiten Sprüngen. Und die Schaufenster der Läden gleiten vorüber, ihr Halbdunkel mit Schätzen angefüllt. Alles ist erfüllt vom Bedeutungsvollen und Einzigartigen. Dudeln und Brausen des Jahrmarkts, wachsendes Gedränge. Trompetenstöße, Schüsse und Orgelläufe wurden immer greller. Trauben bunter Luftballons. Wunderbar bemaltes, schnurrendes Karussell. Ein Riesenrad.
Ich stieg in einem kleinen Wagen auf, bis die Kuppel erreicht war. Ehe er in die Tiefe kippte, genügte ein Augenblick, um mich ein ekstatisches Gefühl von Freiheit erleben zu lassen. In Bremen werden noch zwei Schwestern und ein Bruder geboren. Eine scheinbar heile Bürgerwelt. Doch der Junge erlebt die Familie als Bedrohung. 1923, Volksschule in Bremen-Horn. Peter Weiß ganz links, ganz am Rand, ein Außenseiter. Die Mitschüler wittern es. Wie gut sie erkannt hatten, dass ich ein Flüchtender war. Spätere Collagen zeigen, wie er seine Kindheit empfunden hat. Schreckensbilder aus dem bürgerlichen Alltag. Alles von Fremdheit gezeichnet, von innerer Leere. Ein Strom bedrohlicher Eindrücke. ...1929 zieht die Textilfirma des Vaters nach Berlin um. Die Familie folgt. Sie wohnt im Westend, in der Preußenallee. Peter Weiß besucht das Kleist-Gymnasium in Schmargendorf. Hier findet er einen Freund. Gemeinsam entdecken sie die pulsierende Metropole. Sie nehmen Zeichenunterricht. Erste Aquarelle entstehen, ein Gemälde, Menschen in der Straßenbahn. Er begibt sich in ärztliche Behandlung. Die Psychoanalyse hilft nicht. Die ersehnte Selbstsicherheit bleibt aus. Das Gefühl, alles zerfällt, alles zerbröckelt. Ich hatte keine Konzentration mehr. Ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Er liefert Textilmuster für den Vater, arbeitet im Sommer als Knecht bei der Ernte, im Winter als Holzfäller. Ein Unzugehöriger überall. Dabei sucht er Bindung. 1943 heiratet mit der Bildhauerin Helga Henschen. Ein Jahr später wird sein erstes Kind geboren und die Ehe geschieden. ...1946 erhält Weiß die schwedische Staatsbürgerschaft. Im Jahr darauf fährt er als Korrespondent nach Berlin. Ich kam als Fremder, der sich ansah, was aus diesem Land geworden war. Voller Kühle und Distanz. Ich hatte das einzige Verhältnis zu diesem Land, das man haben konnte. Ein gestörtes. Ich sah in diesem Sommer, wie zwei deutsche Staaten entstanden, wie auf die Menschen reagierten. Der Hass auf der einen und der Hass auf der anderen Seite. Die Teilung der Welt, für die wir eine neue Einheit erhofft hatten. Er sieht ein Wundfieber, das keiner zu benennen wagt. Das Dritte Reich wird verdrängt. Die eigene Mitverantwortung. Ein großer Leerraum klafft, wo der Dämon gewütet hat. 1948 erscheinen die Berichte in Buchform, die Besiegten. Genaue Milieuschilderungen, Zustandsberichte über die Zerstörungen und das Leben in den Ruinen. Schon zuvor hatte er begonnen, Prosa zu schreiben, von Insel zu Insel, Der Vogelfreie und Das Duell. Eine Folge von Traumbildern, die niemand verlegen will. Unterdessen scheitert seine zweite Ehe. Auch für sein Manuskript Der Schatten des Körpers des Kutschers kann Peter Weiß keinen Verlag finden. 1952 gibt er das Schreiben auf und versucht sich in einem neuen Medium, dem Film.
Ein junger Mann kommt in die Stadt, nach Stockholm. Alle Versuche, Anschluss an andere Menschen und Arbeit zu finden, scheitern. Mit Hägringen, der Fremde, versucht Peter Weiß eine Bewältigung seiner Vergangenheit. Es bleibt sein einziger Spielfilm. In den Jahren zwischen 1952 und 1960 dreht er 14 Filme. Kurze, experimentelle und dokumentarische Studien. Ausdruck seiner zerbrochenen Identität. Wir lebten damals 14 Jahre im Altstadt. Das war damals ein Teil von Stockholm, die sehr arm war. Und er hat dann zusammen mit Christer Strömholm, ein toller Fotograf, Gesichter im Schatten gemacht. Alle diese Männer, die man in diesem Film sieht, sind die Männer, die in unserer Gegend gewohnt haben. Und was passierte mit diesen Leuten, als man diesen Stadtteil schön und neu gemacht hat, saniert, wie man das nennt, hat man alle diese Männer ausgestoßen. Die sind alle ein oder zwei Jahre nachher gestorben. Ich empfinde es einen sehr poetischen Film über alte Männer, die für das Land gearbeitet hat und wirklich durch die Arbeit von diesen Menschen ist Schweden doch groß geworden und die sind dann als alte Männer ausgestoßen und weg. Und das engagiert. Mir ist oft, als lebten wir in einer Epoche ähnlich jener des zu Ende gehenden Mittelalters. Da lag auch ein starker Druck auf allen und trotzdem befruchtete diese schreckensvolle Zeit ihre Künstler. Und Bosch und Bruegel malten ihre Kosmogonien. Vielleicht haben wir ein solches Mittelalter vor uns, wer weiß. Ein Stück. Mein eigenes Leben oder ich. Nur meine eigenen Erfahrungen.
Begegnungen mit Menschen, die bedeutungsvoll für mich waren. In Liebe und in Abneigung, mit Verlangen und mit Hass. Eltern, Lehrer, Freunde, Meister, Verführer, Prophezeier, Zerschlager. Peter Weiß, Maler, Erzähler, Dramatiker und Filmemacher. Ein Deutscher, als Jude vor Deutschen geflohen. Das Land, in dem er Zuflucht fand, ist ihm Zeit seines Lebens nie Heimat gewesen. Ich bin in Schweden immer noch, trotz 40-jähriger Ansässigkeit hier, ein fremder Vogel, ein Exot. Im besten Fall der in Stockholm wohnhafte deutsche Schriftsteller Peter Weiß. Auch als seine Bücher in beiden deutschen Staaten gelesen und gefeiert wurden, als seine Dramen Weltruhm erlangten, seine Malerei Anerkennung fand, auch dann noch blieb er ein Unzugehöriger. Gunilla Palmschärner-Weiß, Keramikerin, Bühnenbildnerin. 30 Jahre lang hat sie sein Leben begleitet, auf dem Weg vom unbekannten, mittellosen Maler zum weltberühmten Autor des Romans »Die Ästhetik des Widerstands«. Wenn man die Gemälde von Peter sieht, ist er ja angefangen wie mittelalterische, beeinflusst von Bosch, Dürer. Er hat ja auch ganz genau gelernt, wie man die eigene Farbe gemacht hat und versuchte, in diesem Stil zu malen, aber mit moderne, sozialkritische, sozusagen Figuren in diese Gemälde. Er hat natürlich langsam sich geändert und das hat mit nicht nur, dass die Malerei sich geändert hat, aber wenn man lebt und viel Einflüsse von außen bekommt und interessiert ist in Kunst auf verschiedene Weise, hat er auch manchmal auf völlig verschiedene Weise gemalt. Das Einzige, was immer das Gleiche geblieben ist, das ist Bedürfnis zu zeigen, das Soziale, der einsame Mensch, die gefährliche Gesellschaft, den Krieg, Schlägerei, Folterung und so weiter. Das ist von Anfang an bis zum Schluss geblieben. Gleich der erste Kontakt mit diesem Menschen war wundervoll. Er hatte mich aufgenommen und einigermaßen positiv meine bisherigen Arbeiten bewertet. Begabung haben sie ohne Zweifel. Es kommt darauf an, aus der romantischen Haltung ein verantwortliches Dichtertum zu erzielen, mit großer Strenge im Wort und großer Vorsicht im Anlehnen an Vorbilder. Einen Sommer lang wohnt er in unmittelbarer Nähe von Hesse, in der Casa Camuzzi. Hier hatte der Schriftsteller selbst viele Jahre gelebt und 1930 die Erzählung Klingsors letzter Sommer geschrieben. Das Zeichnen und Schreiben war nicht so wichtig. Es war wichtiger, dass ich lebte. Und vor dem Arbeiten musste ich erst das Erleben lernen. Und hier drang ich zum ersten Mal in den Leib einer Frau. Das Leben spielte mit uns und ich lehnte mich nicht mehr dagegen auf. Doch nach dem Auftrieb kam das Sinken. Ich konnte mich in der Helligkeit nicht halten. Unfähig, aus eigener Kraft zu leben, musste ich in das Heim der Eltern zurückkehren. Er will Maler werden, unbedingt. Hesse hat ihn bestärkt
und einen Kontakt zur Kunstakademie in Prag hergestellt. Doch das darf nicht sein. In einer Prager Textilfabrik soll er das Handwerk seines Vaters erlernen. Aber der Sohn setzt sich durch. Der Brief eines Kunstprofessors bescheinigt ihm Talent. Die Autorität beeindruckt die Eltern. Für ein Probejahr finanzieren sie die brotlose Kunst ihres Sohnes. An der Akademie war ich von vornherein ein Außenseiter. Meine Bilder waren zu dunkel, zu schwer, von irgendeiner deutschen Tradition beeinflusst. In Prag wird die Moderne gelehrt. Dennoch erhält er einen Preis der Akademie für seine Arbeiten, das große Welttheater und das Gartenfest. Da hatte ich mich selbst und niemand beobachtete mich. Und das war das Unmögliche, mit mir selbst fertig zu werden, mir selbst ein Dasein zu schaffen. Prag war für mich eine düstere Stadt, hatte etwas Schweres, Dunkles, Barockes. Sie war dazu angetan, meine Randexistenz zu beherbergen. In Kafkas Beschreibungen erkannte ich meine eigenen Wege wieder. Ich habe Tagebücher aus dieser Zeit, die immer von Tod und Bedrohung sprechen. ...1938, im März der Anschluss Österreichs. Im Oktober Einmarsch der Wehrmacht ins Sudetenland. Im November die Pogromnacht. Hellsichtig flieht Eugen Weiß mit seiner Familie aus der bedrohten Tschechoslowakei nach Schweden. Der Sohn folgt im Januar 1939, nachdem er noch einmal Hermann Hesse in Montagnola besucht hatte. Bei seinen Eltern in Alingsås angekommen, erlebt er einen Schock. Meine Mutter hatte meine Bilder verbrannt, als sie den Umzug einleitete. Mit leeren Händen, wie ein Landstreicher, stand ich da. Das erste Bild, das ich 1939 in Stockholm gemalt habe, war der Hausierer, der Wanderer, der in ein völlig fremdes Land kommt. Es entstand ein Wunsch nach Flucht aus jeder Verantwortung. Ein Wunsch, ohne jegliche Bindung zu leben, unerreichbar zu sein, offen immer dem Zufälligen, den irrationalen Begegnungen, in einer völligen Auslieferung an die Nacht. Die 16-Jährigen entdecken den kulturellen Reichtum der hektischen Großstadt. Wir gingen jeden Sonntag in die Museen. Wir sprachen über Literatur, Kunst und Musik. Das ging das ganze Jahr 1933 hindurch. Die Veränderungen der Stadt, Hakenkreuzfahnen, Aufmärsche, die völlig veränderte Welt, wir nahmen sie eigentlich nicht wahr. Wir lebten für unsere Kunst. Die entscheidende Umwälzung in meinem Leben war der Tod meiner Schwester Margit Beatrice, 1934, 12 Jahre alt. Ich habe sie geliebt. Sie wurde von einem Auto überfahren. Sie lag noch 2 Tage im Krankenhaus. Die Decke glitt von ihr herab. Ich sah die kleinen Brüste, die ich gestreichelt hatte. Ich zitterte. Das Zittern ließ mich nicht mehr los. Auch am nächsten Tag nicht, als ich vor meiner Staffelei stand und malte. Aus dem schwarzen Hintergrund wuchsen 3 Gestalten hervor, Ärzte oder Richter, die jegliche Begnadigung abwiesen. Über 1 Jahrzehnt trauert er um seine Schwester. Die Gestalt der Schwester begleitete mich immer als ein Idealbild, das weiterlebte. ...1935 emigriert die Familie nach England. Der Vater hat die Gefahr erkannt. Ist ja auch nicht einfach.
Er war eine, die doch sich befasste mit, was in Gesellschaft passierte. Ich würde sagen, eine intuitive politische Haltung kann man sehen in diese großen Gemälde. Die Maschinen greifen den Menschen an. Was mich interessiert auch in diese und vielleicht andere auch, dieses Gemälde, ist nicht nur die Komposition mit das im Dunkel, was ein bisschen wie Hieronymus Boss ist, aber hier oben ist ein Selbstporträt von dem Peter, der Maler, der sich von der Welt zurückzieht. Denn hier ist eine tote Frau. Und diese Figur, die blind ist, die kommt immer wieder zurück in sein Gemälde. Und diese verzweifelte Menschen, die, das ist nicht ein unbewusster Mensch, aber es ist ein intuitiver, visionärer, politisch denkender Mensch. 1936, nur ein Jahr später, Umzug nach Varnsdorf in Böhmen, Tschechoslowakei. In Varnsdorf wie immer dasselbe Problem. Was soll ich tun? Ich wollte Maler werden und mein Vater wollte, dass ich einen praktischen Beruf ergreife. Das führte zu furchtbaren Auseinandersetzungen. In Varnsdorf, nahe der deutschen Grenze, spürte ich die nationalsozialistische Atmosphäre. Nazis in Uniformen, Hakenkreuzfahnen an Masten, Prügeleien, Aufmärsche. Ich hauste in einer Dachkammer mit meinem Grammophon, meinen Platten, meiner Malerei und meinen Lieblingsbüchern. Hier fing ich auch zu schreiben an. Ich war gerade 20 Jahre alt geworden. Ich hatte keinen Menschen, keine Freunde. In Varnsdorf lebte ich in totaler Isolierung. In dieser ausweglosen Lage schreibt er an Hermann Hesse, an den verehrten Dichter. Dem Brief legt er eigene Texte und Skizzen bei. Ich weiß, dass ich einmal Maler und Dichter werde. Aber es ist schwer, vor allem, wenn man weniger im heutigen Tun und Treiben steht, als in romantischen Gefilden. Ich schreibe ihnen nur, weil sie für mich der Meister sind. Auch später noch zählt Peter Weiß den Antwortbrief zu seinen prägendsten Erlebnissen. Da stand mein Name auf dem Umschlag. Wieder und wieder las ich ihn. Plötzlich war ich in eine unfassbare Beziehung zur Außenwelt getreten. Ich las die Worte eines lebendigen Mundes. Ihre Gefahr ist, glaube ich, die Einsamkeit, in der sie leben. Der Einsame fühlt sich verstanden. Wie ein Wallfahrer pilgert er im Frühjahr 1937 von Linz zu Fuß in die Schweiz, nach Montagnola.